Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht. In diesem Video will ich dich einfach kurz darauf hinweisen, dass du immer gut für dein Gehör sorgst. Denn dein Gehör ist wirklich das Wichtigste, was du als Musiker hast. Und es muss dein ganzes Leben lang halten. Klar, wenn man mit der Band probt, dann muss es auch mal abgehen. Es soll ja Spaß machen und da gehören die richtige Lautstärke und die richtige Energie natürlich auch dazu. Aber wenn du nach der Probe ein Fiepen in deinen Ohren hast, dann war es doch echt zu laut und dein Gehör wurde überlastet. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich habe mir damals keine großen Gedanken darüber gemacht. Hauptsache, es wurde abgerockt. Aber mittlerweile weiß ich einfach, wie wichtig unser Gehör für uns Musiker ist. Tu dir darum selber einen riesigen Gefallen und benutze einfach, eigentlich so oft es geht, Gehörschutz. Denn auch in der Disco oder bei Konzerten ist es in der Regel immer zu laut. Und darum auch da Ohrenstöpsel. Ich weiß, dass es gerade wenn man singen muss ein komisches Gefühl ist, wenn man Ohrenstöpsel trägt. Man hört seine eigene Stimme dann in seinem Kopf resonieren und das kann am Anfang ungewohnt sein. Aber letztendlich ist das nur eine Gewöhnungssache. Mein Tipp, trag einfach auch mal zu Hause tagsüber Ohrenstöpsel. Einfach so, im Alltag. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie laut du zum Beispiel sprechen musst und wie es sich so anfühlt. Je öfter du Gehörschutz trägst und das quasi übst, desto eher gewöhnst du dich daran. Und noch ein guter und vor allem wichtiger Tipp: Solltest du dein Gehör dann doch mal überlasten, dann gib ihm danach die nötige Ruhe, um sich wieder regenerieren zu können. Also, mal ein Fiepen im Ohr ist kein Weltuntergang. Das wird mit der Zeit wieder weggehen. Das Gehör regeneriert sich nämlich, wenn es Ruhe bekommt, und zwar insofern, dass die Hör- und die Gleichgewichtszellen eine eigene Regenerationsfähigkeit besitzen. Allerdings geht das nur bis zu einem gewissen Grad, denn nicht so wie zum Beispiel unsere Haut sich durch Zellteilung regeneriert, es bildet sich bei einer Schürfwunde dann wieder neue Haut, so kann sich eine Hörzelle nicht wieder neu bilden. Wenn die durch zu starke Belastung beschädigt wird, dann war es das. Du wirst dann mit der Zeit immer schlechter hören können. Also Stille nach zu lauter Musik. Und was für einen Gehörschutz du verwendest, ist eigentlich egal. Naja, egal nicht, denn es gibt natürlich Qualitätsunterschiede. Aber meine Meinung ist, besser irgendein Gehörschutz als gar keinen. Du kannst einfache Ohrenstöpsel nehmen. Es gibt die auch in anderen Formen. Und dann gibt es diese aus Wachs, die kann man ein bisschen kneten. Und es gibt diese Kopfhörer, die gerade für Kinder sehr gut geeignet sind, da Ohrenstöpsel oft noch nicht passen. Ich persönlich benutze diese extra angefertigten und ich kann sie jedem Musiker nur empfehlen. Das Gute und der große Vorteil daran ist, dass sie eben exakt an dein Ohr angepasst werden und dass der Filter vor allem das komplette Frequenzspektrum linear absenkt. Einfache Ohrenstöpsel dämpfen nämlich vor allem die hohen Frequenzen ab und das erscheint uns dann zwar leiser, aber die tiefen Frequenzen werden kaum abgesenkt und können unter Umständen immer noch dein Gehör beschädigen. Außerdem klingt damit alles eben immer recht dumpf. Mit diesen angepassten Ohrstöpseln klingt alles fast genauso, nur wesentlich leiser und auch etwas differenzierter. Der Nachteil daran ist, dass sie recht teuer sind, obwohl das geht eigentlich auch noch, denn ich trage diese Ohrenstöpsel in der Regel so 5 bis 6 Jahre, bevor ich mir neue machen lassen muss, weil die alten nicht mehr passen. Denn deine Ohren, die wachsen natürlich immer ein bisschen weiter. Du kannst sie dir bei jedem Hörgeräteladen besorgen und sie kosten so zwischen 100 und 200 Euro. Allerdings, wie gesagt, wenn du sie nicht verlierst, dann hast du sie 6 Jahre lang. Also es rentiert sich schon. Und ich glaube, man kann den Filter auch gegen ein In-Ear-Monitor-System auswechseln, aber da solltest du dich selber lieber nochmal informieren. Hast du Fragen oder Kommentare, dann schreib sie mir wieder unter dem Video ins Kommentarfeld und teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat, wieder auf Google, Facebook und Twitter. Danke fürs Reinschauen und denk dran, wenn es laut ist, immer Ohrenstöpsel tragen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.